Michael, für unsere Zuschauer, der Michael hat sich nämlich wegen dieser Ereignisse, wegen dieser Einzelfälle, nicht wahr? mit dem Messer, diese Halsaufschneiderei, hat er sich gedacht, da kauft er sich einen Halsschutz gegen Stich und Schnitt in den Hals. Genau, und das haben wir hier mal zugeschickt und das wollen wir heute mal testen, ja, ob das wirklich nützlich ist. Ja. Und da habe ich ja nun Profis hier, ja, die können das zeigen und dann können wir sagen, okay, ja oder nein. Das machen wir. Jetzt ziehst du den mal an. Ich? Ja, du. Ne? Ich zeige nochmal das Messer, das ich gleich eins zum Einsatz bringen werde. Schaut hier. Seht ihr hier? Ich glaube, das heißt Tanto oder so. Ist super scharf, Rasiermesser scharf. Ich glaube, da können wir den ganzen Kopf mit abschneiden, wenn man das dann wollte. Was wir ja nicht wollen. Ne? So, das ist hier der Schutz für den Hals, wenn jemand angegriffen wird am Hals, dann soll das schützen. Und das testen wir jetzt mal. Das testen wir einfach. Ne? Ich will natürlich genau in den Hals. Er ist unverletzt. Ich wollte auch mal zeigen, wie schnell es ist. Guck mal, du bist die Verteidigung in das Messer. Wie schnell ist es, wenn man so ein Messer abschneidet? Also beim Messer immer dran denken. Hier sind Profis. Das Erste, was man macht, wenn man angegriffen wird, mit einem Messer, wegrennen. So schnell, wie es geht. Wegrennen! Das war der Test mit dem Gummimesser. Jetzt machen wir den gleichen Test mit dem scharfen Messer. Und? Auf besonderen Wunsch? Nur so hat man eine Chance. Machen wir den jetzt vielleicht anders, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Er hat einen Vorschlag. Er hat einen Vorschlag hier. Ich glaube, wir nehmen anstatt dieses. Wir nehmen nicht deinen Kopf, sondern einen anderen. Wir nehmen einen Melonenkopf. Perfekt, wir nehmen jetzt eine Melone und testen jetzt wirklich. Und ich pumpe zweimal so hart rein, wie ich kann. Ja. Einmal schneid, also mit dem Schnitt und einmal im Stich. Wenn das ist Ding der auch gegen Stich sicher genannt oder ja, ist er nur Schneide? Werden wir gleich sehen, Ja, guck, Wahnsinn, guck. Es ist dieser furchtlos ist. So, jetzt haben wir einen Schnitt und Stich fest hier, das ganze verarbeitet, was hier an meinem Hals war. Und das jetzt testen wir. Mein Hals stelle ich da nicht zur Verfügung, ob das wirklich abhält. Schönen Schnitt. Okay, anfangen tun wir mit einem handelsüblichen Küchenmesser. Mal schauen, was passiert. Das war schon mal der erste Schnitt. Oh. Oh, wie sieht denn das aus? Oh. Aber der Hals wäre. Wir werden gleich sehen. Wir packen es dann aus. Ist das das erste Mal der Schnitt gewesen? Das sieht nicht so gut aus. Ne? Ja, doch, das ist doch gar nicht durch. Die erste Schicht nur. So, und jetzt kommt. So, und jetzt kommt der Stich. Mit einem Tanto. Also, wenn das Ding das aushält, dann hält es fast alles aus. Der Stich hält es nicht aus. Schnitt, schauen wir uns jetzt nochmal an, wie weit es durch ist. Machen wir das mal aus. Dankeschön. Also wir müssen ja immer bedenken, wenn jemand angreift mit einem Messer, der will jemanden töten. Und ich habe Kraft. Also ich habe richtig Power, der hat Adrenalin drin. Ich habe nicht zurückgeholt. Geht nicht. Jetzt gucken wir uns mal an, ob der Schnitt angriff. Was da passiert? Durch ist. Gut, dass wir nicht deinen Kopf genommen haben, du. Ach Gottchen, guck dir das doch mal an. So, also da sieht man. Oh, ey. Ist durch, ne? Also das hier ist alles durch. Ist durch. Alles durch. Schnitt auch. Und was mit dem Schnitt? Was mit dem Schnitt? Ja, nicht. Was mit dem Schnitt? Vielleicht ist es nur schnittsicher. Schnittsicher. Mach die andere Seite. Vielleicht ist es nur schnittsicher. Ja, schnittsicher. Ja. Doch. Durch. Ja, durch. Oh. Zeig, der Schnitt ist auch. Das ist der Schnitt. Das war der Schnitt. Musst du zeigen. Musst du zeigen. Oder war das der Stich? Nee, musst du zeigen. Nee, der Schnitt. Ja, war das ein Stich? Mhm, nee. Das hier war der Schnitt. Zeig mal den Schnitt. Wo ist er? Ach so. Lass mich mal was probieren. Naja. Ich vermute, dass der nur einen Schnittschutz hat. Ja, also Stichschutz ist es auf keinen Fall. Das kannst du vergessen. Nee. Oh, na, das ist auch kein Schnittschutz. Das ist ein Witz. Also, wenn man. Ich hätte mir das ein brutales, geschnittenes Messer hat. Wenn das jetzt ein neuer Küchenmesser ist, das länger ist, das wirkt ja länger ein, das kannst du vergessen. Also. Nee. Also, gute Idee, aber. Das Ding hier ist auch weich. Also ist nicht, ich kenne das ja normalerweise, man darf das nichts hart spannen. Eine Melone ist auch weich. Also,
Also können wir laut Stift- und Warentest nicht empfehlen. Nein. Kein Stift. Das ist ja komplett durch. Kompetenzteam. Stell dir vor, das ist dein Hals. Kann man den Schnitt erkennen am Video? Oder musst du ein bisschen reindrücken vielleicht, wenn man sieht, dass es... Am Video haben wir es auch gehabt vorhin. Und hier ist alles voll mit Stichen. Jeder einzelne Stich ist durch. Ja. Nein.